Habe ich Ben gesagt? Ja. Ich meine, der Wicked Zoo, Oder sorry. du hast wenn gesagt und das habe ich Wenn, falsch ich habe wenn verstanden. gesagt, auf jeden Fall. Wenn, dann rechne mal nicht damit. Wenn, dann spontan habe ich gesagt. Rechne mal lieber nicht damit. Ja, das habe ich, das wenn habe ich als Ben verstanden. Sorry. Schweinerei. Sorry. So. Wo sind wir heute hin? Auf wie Wieso viel Prozent Granatapfel? spielen wir denn Stardew Valley? Oh Gott, du stellst Fragen. Ey, wir Granatapfel spielen es einfach bekommen. nur. Nee, du kannst am Anfang irgendwie so eine Prozentzahl einstellen, ob es irgendwie mehr oder weniger Standard, wert ist oder so. oder? Wir haben hier, glaube ich, Ich nichts glaube, wir haben umgestellt. Standard, wir haben nichts umgestellt, nee. Was? Dankeschön, Weniger Awakened. wert? Was labert ihr? Du kannst einstellen bei Stardew Valley, wie viel Prozent Morgen die Sachen wert sind und ist sowas. wieder Tanz der Mondlichtquallen. Mmh. Ah, ich hab's im Discord vergessen. Stimmt, Xeli, vollkommen richtig. Ja. Naja, Stardew Valley muss jetzt nicht so groß angekündigt werden, oder? Ich habe zumindest immer in Discord geschrieben, dass ich live bin. Ja, ich hab's Ich hab's vergessen. nicht mal getwittert heute, fällt mir Aber gerade auf. getwittert habe ich's. Xeli Nee. weiß ja aber, dass wir Donnerstag immer spielen, oder? Das stimmt. Das könnt ihr wissen, ja. Wenn ich mir so viel Follower hast du jetzt durch Stardew Valley ohne. Hey, mach nicht meine Follower klein, ja? Das mache ich schon selber genug. Du machst ja nicht die Follower klein, sondern die Anzahl der Follower. Ja, eben. Ich mache sie ja ohne clean in dem Sinne. Ich habe bloß gesagt, dass du nicht mehr dadurch Du bekommen hackst hast. voll auf denen rum. Ja, die Ja, armen Follower, genau. was sollen das? Es followen die noch weniger, was machst du hier alles kaputt? Ja, ich Lucky, schicke es an ist jeden ein wirklich mega Bier. easy. Es ist auch irgendwie so der, in Anführungsstrichen, Chill-Moment der Woche mit den beiden Stardew zu spielen. Apropos Wieso Bier. hier in Anführungszeichen? Eben, Naja, machst du weil uns jetzt klein? das klingt, als ob ich ansonsten in der Woche keine Chill-Momente hätte, wenn ich sage Chill-Moment der Woche. Ja, wir sind halt der Also ich. chilligste Moment der Woche. Nein, das stimmt nicht. Doch, definitiv, das muss so sein. Nein. Es geht gar nicht anders. Was ist denn falsch bei dir? Vielleicht habe ich einfach ein schönes, chilliges Leben ohne euch. Das kann gar nicht sein. Eben, das würde ich aber auch gar nicht so unterschreiben. Wenn dir unsere wahnsinnigen Stimmen die Ohrmuscheln massieren, das muss einfach der chilligste Moment der Woche sein. Ihr müsst es als ASMR machen, ja, Wer sonst liegt's nicht. Benni, wer war eigentlich letztens bei FH4? Wer hat da Moment, da mit muss ich mir. näher rangehen für ASMR. Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Stream. Du Ich musst wünsche euch flüstern. einen Ben, du musst wunderschönen flüstern. Abend. Ich hoffe, ihr habt richtig viel Spaß hier. Du musst flüstern. Hashtag creepy. Nein, das muss tief vibrieren. Nein, flüstern. Ich habe tatsächlich auf YouTube habe ich gesehen, hat einer ein Stardew Valley ASMR gemacht. Aber warum? Keine Ahnung, er spielt dann die ganze Zeit Stardew Valley und flüstert aber nur, wenn sein. Ich verstehe das nicht. Du Also. hast nicht dran gedacht, Kopfweh und so. Warum hast du den Kopf weg, mein lieber Xeli? Was ist denn bei dir falsch kaputt gegangen, doof gelaufen? Voraus so ein ASMR-Mikro mit so zwei Ohren dran. Ja, wo du dann drüber fahren kannst, damit es so schön raschelt. Hä, ich glaube, ich könnte es echt gut machen. Mach mal. Weil jetzt brauche ich dieses Mikrofon. Nee, Muss das immer klingt nicht das gut, vor, das Felix. Bringt's weg. Gerade meinen Finger übers Mikro. Ja, das Ja, aber kratzt. das. Ja, du brauchst da eine spezielle Membran, damit das nicht so komisch kratzig klingt. Ja. Ja, Ben ist der totale Experte. Ich habe da nicht mal ASMR reingeguckt, weil ich Pro. wissen wollte, was das ist und dachte mir dann so, nee, irgendwie ist das nichts für mich. Also tatsächlich greift das bei mir ganz gut sogar. Zum Einschlafen oder was? Hm, Großartig. einfach so. Also ich kriege ja auch von diversen Liedern High-Momente und bei ASMR, wenn man das richtig macht, geht es tatsächlich auch. Moment. Du bist also jemand, der sehr auditiv Orgasmen haben kann, ja? Oh Ich. ja. Also ich Okay. sage das ja auch selber, wenn ich feiern gehe, dass ich manchmal, also dass ich feiern gehe, um meinen musikalischen Orgasmus zu bekommen. Wobei ich da manchmal echt Pech habe, je nach DJ halt. Ja, Aber bei vorhin hat manchen Liz Liedern geht es gesagt. echt gut. Ja, Liz gesagt, ich bin ja auch alt, zu alt, um in den Disco zu. Ein bisschen zu Das ist alt, ja um die Disco zu Blödsinn. gehen. Das ist man nie. So ein Ja, Bullshit. eben. Hab ich auch gesagt.
Ich habe festgestellt, es gibt kaum mehr Tech- oder Hardcore-Clubs in Dresden. Hessen mal Mario und, fragen. Da kommt es langsam. Also die junge Szene wächst wieder. Die sind alle 10 Jahre jünger als ich und gehen voll ab drauf. Naja, in Chemnitz macht's Endorphin im Januar zu. Habe ich jetzt gehört durch Jodel. Okay. Und bei uns. Aber Mario macht doch hier, Mario Benti, der macht doch immer noch Dingens da in der Szene. Der ist ja selber DJ und sowas noch nebenbei. Ich will mal wieder auf eine Party halt gehen und ich hab sehr organisiert Partys, das meine ich doch reingefeiert. Ja, ich habe jetzt halt die 20 Tage frei und will halt immer wenigstens mal wieder, was läuft. Aber ich habe jetzt schon Sektor geguckt, da kommt nur Einschlafmusik für mich. Alles unter 150 BPM, da schlafe ich. Genau. Ja. Ist halt so. Ganz im Ernst, also auch diese ganze. Die ganzen letzten Jahre war ja Minimal unglaublich beliebt und Minimal ist so ziemlich des Todes. Minimal House, wer hört denn so eine Rotze? Minimal, meinst du? Ich kenn bloß Nein, bei uns heißt es Minimal. Minimal House. Und darauf tanzen dann so Leute, die haben einen Anzug an und die Mädels haben High Heels und du tanzt ja gar nicht wirklich drauf, sondern du stehst dann mit deinem Sektgläschen und lippst dann da rum und freust dich deines Lebens. Also ich find's irgendwie grausam. Minimal finde ich echt total schlimm. Ja. Ich finde es eher anstrengend für die Ohren, da kriege ich Kopfweh von. Also minimal dann. Furchtbar. Die Musik ist scheiße. Also nicht gegen alle Minimal-Hörer, ihr könnt die Musik gerne hören und man muss wieder aufpassen, was man online so sagt. Man Menschen beleidigt, aber. Sag doch, ich finde die Musik scheiße. Das ist keine Beleidigung. Ich finde die Musik scheiße. Ich finde die Musik auch scheiße. Und die Leute, die mir dort begegnet sind, fand ich aber auch scheiße. Okay, jetzt hat sie das wieder relativiert mit Leute beleidigt. Also kann ja sein, dass die Leute, die den Stream sehen, die auch Minimal hören, total die coolen Menschen sind. Da sage ich ja gar nichts gegen. Aber den Leuten, denen ich begegnet bin, die fand ich alle scheiße. Bei also, Flowcram siehst du immer bei Hardcore, alle kauen, keiner schluckt. ich mag einfach nicht diese Benny. Ach so. Ja. Verstehe ich trotzdem nicht. Mentalität von wegen mit Arbeitsklamotten feiern gehen, das geht mir irgendwie nicht so ein, ich weiß nicht. Mit Arbeitsklamotten feiern gehen? Naja, die Leute sehen alle so aus, als ob sie irgendwie eigentlich gerade zu einem Vorstellungsgespräch wollten. Minimal. So total hochtrabend und sowas. Ja, Snob. Ja, Missy, dass du Menschen scheiße findest, das ist klar, das wissen wir. Ich finde nur manche Menschen scheiße, ich gehe nicht ganz d'accord mit dir. Du hast halt irgendwie mit eloquenter Sprache, oder? Weil ich d'accord sage? Ja. Das erinnert mich total an, wie der Film. Das habe ich mir von einem Dozenten abgeguckt, den ich mal sexy fand. Catch me if you can. Sind sie d'accord? Ja, ich. Ja, wie gesagt, das ist. Als ich mit 21 eine Vorlesung besucht habe, war da ein junger Dozent, den ich sehr, sehr süß fand. Und der hat das immer gesagt und seitdem sage ich das auch. Ich weiß nicht. Ich bin ins falsche Haus gegangen, ich Trottel. Was? Ich wollte zu Clint. Aber ohne Scheiß, wir haben hier in. Oh fuck. Achso, der Bürgermeister wollte. Ich krieg mein Bier trotzdem, ich hab die Wette gewonnen. Ja, klar. Hallo, ich bring die mal was vorbei. Die werde ich so abschicken, dass es das nächste Mal zum Donnerstag spätestens ankommt. Oh, Schwert ist eh noch da. Lea oder mag Wein. Also Blaubeerwein habe ich ihr gerade geschenkt, da kam ein Herzchen. Okay. Der Arzt mag auch Wein. Bei dem war ich noch nicht. Glaub, jeder mag Wein, schön, oder? Du fliegst bei mir wieder angeln durch die Gegend. Oh mein Gott, ist das ein Eis? Yep. Wie geil. Im Sommer kann man Eis gerne. Wie viel Eis hast du denn? Ein paar. Warum hast du so viel Eis? Für jeden 3. Woher denn? Unten rechts ist der Eisstand offen. Eben. Jetzt noch, da kannst du Eis kaufen? Ja, für 250 das Stück. Lumi, ich dachte, du hast das Spiel gespielt. Ich hab's auch gespielt, aber ich habe nie ein Eis gekauft. Weiß man doch. Wie kannst du eigentlich noch? Ich wusste nicht, dass es geht. Wenn ich gewusst hätte, dass es geht, hätte ich ganz viel Schande Eis gekauft. Schande über dich. Schande. Ach Ben, das ist ja so süß von dir. Du hast mein Eis gekauft, du hast den Weg zu meinem Herzen instant geöffnet. Instant. Penny mag aber keinen Wein. Die hat die Kräuseldinger gekriegt, wenn du Wein schenkst. Und siehst du, wenn es den Kindern gäbe, die freuen sich. Geschenkt. Nee, Wein kannst du den Kindern auch nicht geben. Achso, Eis meinst du? Ja, endlich habe ich was gefunden, was Vincent mag.
hab gerade einen Fisch von Linus geschenkt bekommen, einen Forellenbarsch. Ja, den brauche ich auch noch. Ich finde den aber nicht zum selber angeln. Den brauchst du für das Event. Hallo, Schatz. Was für welches? Irgendwie ist Schatz ist super uninteressant. Ich weiß nicht, mit dem jetzt kaum Zwischensequenzen. Benni. Der erzählt immer nur was von Fröschen. Für welches Event? Für das. Moment, wie heißt Fischeintopf? Für die Quest Fischeintopf brauchst du das. Na ja, dann tue ich es in die Fischkiste und dann kannst du dich bedienen. So, ich habe jetzt mal ein rohes Ei gegessen. Der Bürgermeister will noch eine Flasche Trüffelöl haben. Dann hole ich die nochmal. Ah ja, das habe ich ihm auch schon gegeben. Also. Machen wir doch noch ein paar Quests weiter hier. Ich brauche auch noch Trüffelöl. Also kannst du dann gern nochmal was machen. Ich hab's jetzt, ich tue den Forellenbarsch in die Baukiste mit rein. Oh, wenn ich jetzt ein Angeln-Update hatte, könnte ich vielleicht eine neue Angel kaufen, oder? Du kannst generell eine neue Angel kaufen. Achso, nee, die konntest du jetzt noch nicht, ne? Nee, die konnte ich nicht. Der grüne ist das, okay. Was wollte ich das? Da wollte ich. Hier ist es gar nicht mehr. Aber wie viele Batterien hier mittlerweile rumstehen, das ist ja Wahnsinn, ey. Selbst wo es nie gedonnert hat, sind jetzt Haufen Batterien hier da, das ist Wahnsinn. Es hat doch gedonnert, hat die ganze Zeit immer wieder geregnet. Hä, vorhin? Es hat doch gestern wieder geregnet, ja. Echt? Ja. Hatten wir nicht mal irgendwie 4-5 Trüffel? Ja, alle in der Truhe. Nö, da waren aber nur 2 drin. Hä? Ich bin nicht weg. Ich hab nichts gemopst. Vielleicht sind sie verschwunden, weil sie keine aufgesammelt hat. Wundert mich. Naja. Trüffel kommt immer wieder. Ist heute nicht noch das Quallendingens bei uns am Strand? Kann sein. Scheiße, hast du was gesagt, gell? Wollen wir das nochmal mitnehmen? Oh, und vergessen mein. Oh. Es ist so geil. Abigail steht jedes Mal vorm Haus und guckt. Auch mal bei dem Quallending irgendwas? Nein, morgen ist das Quallending. Okay. Wir gehen einfach bloß an den Strand und gucken den Quallen zu. Ach so. Das krieg ich hin. Ey, wir haben 57 Batterien. Ja. Wir haben halt alles keine bekommen. Verkauf mal ein paar. 40 reicht. Wir könnten übermorgen mal wieder in die Mine gehen und ein bisschen Iridium farmen, weil alleine sterbe ich da. Ja, können wir machen. Hast du dein Schwert immer noch, oder? Mhm. Hm? Was Schwert habt ihr jetzt da für ein Schwert vom Schaden her? 60 Stufe, bis 80. Stufe 15, 55 bis 64. Aber wir können von dem Geld können wir auch mal eins holen. Stufe 14. Ich habe nur Stufe 14, 26 bis 38. Ich gehe mal eins in der. Ich gehe mal 2 oder. Wie viele Lumi hast du? Ich habe doch das Dings, das Galaxieschwert. Naja, das Galaxieschwert ist das Beste. 60 bis 80 habe ich. Naja, das ist das Beste. Ich gehe mal gucken, wie viel die Schwerter kosten und wenn es in unserem Rahmen liegt, weil wir müssen ja eh noch. 20.000 war das. Ja, wir brauchen ja eh noch ein bisschen. Oh, bis 22 nur geöffnet. Lick my ass. Nee, bäh. Bäh, 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 bäh. Bäh, 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 bäh. Ja, mein Gott, das ist doch bloß ein Fluchwort. Eigentlich ist mein Fluchwort ficken. Ficken! Aber das hast du gerade nie benutzt und die Vorstellung ist wirklich bäh, 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 bäh. Hat er denn die ganze Nacht Albträume? Hast du gut gemacht? Ich hab einen Iridium-Bahn gekriegt. Okay. Wo denn das? Von einem Monster. Dann bitte noch einen Iridium-Sprinkler bauen. Von einem Monster? Wo bist du denn? Auf unserem Haus. Ach ja. Der hat so ein Ding zerschlagen, so ein Vieh halt. Und da hat er wahrscheinlich einen gedroppt gekriegt. Weiß. Wer hat denn Brot und Blaubeeren in die Erzetruhe getan, ey? Das war definitiv nicht ich. Benni? Warten. Ein Iridium. Warum sähst du jetzt was am 27.? Ja, es war halt Mixed Seed, mein Gott. Ja, aber das ist total idiotisch. Das geht trotzdem ein. Batterie brauchte ich noch, das habe ich gesucht. Was wollt ihr gehen morgen in die Mine? Danke. Ja, so war der Plan jetzt. Nee, morgen kommt das Quallending und dann übermorgen Mine. Okay, übermorgen Mine, da können wir noch. Oder das Quallending ist ja abends, ne? Ja, ja, aber 14 Uhr macht. Gehen. 14 Uhr macht das. Nee, 14 Uhr macht das Dingens auf und da können wir uns neue Schwerter holen. Und dann gehen wir halt nach dem Quallendingens, gehen wir hier. Quallendingens so abends. Die Dinger, die man da kaufen kann, sind nicht besser als die ihr habt. Meins? Bei mir doch sicher. Wenn das Galaxieschwert einmal freigeschalten ist, kannst du das kaufen. Ach so. Kostet dann halt. Ach so.
So, schlafen gehen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin zu doof. Zu doof, um ins Bett zu gehen? Na, das, nee, das ist mal nicht. Eine Leistung. Das nicht. Das meinte ich nicht. Sondern? Ich bin zu doof, um eine Dekoration anzubringen. Kampfstufe 9. Du kannst ein Iridiumband herstellen. Ne? 27.000. Warte, ich guck bloß noch. Was ist denn hier? Batterie. Ach, das 8500. Die Batterie gibt ordentlich Geld. Ja, aber 17 Stück, wie viel gibt denn da eine? Wie viel hast du bekommen? Keine Ahnung, 300 oder sowas? Oder 200? 8500 für 17 Batterien. 8500 für 17 Batterien. Ja, ich müsste jetzt einen Taschenrechner. Sind eine 500. Okay. Oder sogar 500 glatt. 40 Stück haben wir noch. Oder 500 oder 50? Ja, also hätte ich gut. 50 kommt gar nicht hin. Dann 500. Warum sagt er mir immer, du musst an der Wand? Ach so, da oben an der Wand. Ha. Oh cool, geröstete Haselnüsse gibt es jetzt im TV als Rezept. Ui, ich brauche ein Iridiumband, von dem gar kein Iridium drin ist. Ah doch, da. Dann haben wir noch. Oh, wir haben keine geröstete Haselnüsse. Ich habe einen schönen alten Haselnussbaum hinter meinem Haus. Und jedes Jahr lade ich meine Familie zu einer Röstparty ein. Sobald wir einmal mit dem Rösten beginnen, kommen definitiv auch die Nachbarn vorbei. Dieser tiefe, nussige Geruch ist einfach unwiderstehlich. Also, hier das Familienrezept. 24 Uhr müssen wir sein. Entsorgt mal bitte bei euren Ausmistesachen nicht die Monster-Sachen. Mach ich nicht. Ich sag's nur, weil ich brauche die jetzt, weil ich mir einen Ring herstellen möchte, aber dann auch brauche ich auch 5 Iridium für, aber... Was, ein Ring? Ja. Welchen denn? 5 Iridium? Das Iridiumband. Das erhöht den Angriffsschaden und leuchtet und macht noch irgendwas, zieht Gegenstände an. Hä, welchen? Das Iridiumband. Junge, ja, Gott, rede ich chinesisch hier? Ja, anscheinend. Ja. Wir haben keinen Platz mehr in unserer Tiertruhe, gell? Dann musst du Sachen verkaufen. Warum ist denn da Harz drin? Ja, frag mich nicht. Platz. Frag da mal jemanden, der einfach Scheiße irgendwo reinschmeißt, immer wieder. Dummi vielleicht. In dem Fall war ich es nicht, glaube ich zumindest. Also, mein Haar sieht ja auch ähnlich aus wie Eier. Ich kann das schon verstehen, dass man das noch. Vielleicht war ich's, mein Gott. Steinigt mich. Ich finde so okay, krass, dass Moment, wir haben ja 1000 Steine. Probiert. Ich werf die gleich auf dich. Wie der sich über mich lustig gemacht hat, als wir am Anfang gespielt haben, ja? Jetzt erntest du ja doch. Und jetzt? Wir haben nur uns darüber lustig gemacht, weil wir am Anfang die Ordnung nicht gebraucht haben. Insgesamt habe ich nie was gegen Ordnung gesagt. Und weil du es ein bisschen übertrieben hast. Man fängt halt gleich früh an, damit man nicht... Ja, aber du hast sowas gemacht wie, wir machen eine Truhe, wo nur Steine reinkommen. Das stimmt überhaupt nicht. Doch, das ist übertrieben. Da war es eine Scheiße. Wie deine Mineralien-Truhe damals schon. Und du hast drüber gelacht, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass die Mineralien mit dem Holz zusammen in eine Truhe kommen. Aber Holz und Mineralien haben wir jetzt doch in einer Truhe, also Holz und Stein. Haben wir eben nicht, wir haben Holz und Stein in einer Truhe, nicht Holz und Mineralien. Aber du wolltest die Steine nicht zum Holz haben. Das stimmt überhaupt nicht. Doch. Ich finde, die Steine sind auch, die kann man entweder zu den Mineralien oder zu den Baumaterialien. Ich würde es... Benni, du müsstest dann mal die Truhen hier ein bisschen ausmisten. Warum? Du willst wieder Harz reintun? Nee, aber so viel brauchen wir da gar nicht. Bisschen was verkaufen. Alles was Gold ist von mir aus. Nee, ein paar Goldsachen wollten wir eigentlich aufheben tatsächlich. Echt? Naja, dann wenigstens die Blumen. Kannst du ja. Bin schon dabei, hier ein paar Blumen rauszunehmen. Das Amaran. Hier sind 10 Trüffel, Ben. Wo ist denn dein Problem? Wo sind denn die Trüffel? Nicht da, wo ich sie gesucht habe. In der Tiertruhe. Warum sind die in der Tiertruhe, wenn es Trüffel sind, die eigentlich ja kein Tierprodukt sind? Die sind aber von Tieren geerntet worden. Nee. Die suche ich an der Pilztruhe. Das ist jetzt aber arg spitz, finde ich. Es sind halt Pilze. Ja und, aber... Gib halt her. Halt um. Ach, es gibt den Quatsch doch her. Ich hab's doch nicht, das ist in der Truhe. Ich schleppe doch jetzt 20 Pilze mit mir rum. Ich dachte. Hätte ich dir zugetraut. Das Schattenheim muss auch noch weg. Oh, mein Handy auf laut stellen. Irgendwie will das die ganze Zeit irgendwas von mir.
Der ist nämlich auch auf laut, wenn ich was von dir will. Ruder habe ich auf morgen gelegt. Wie haben wir denn da jetzt noch? Die trüffelt jetzt meinen Kühlschrank. Die müssen eh gekühlt werden. Ja, Missy, du darfst jederzeit Urlaub auf meinem Hof machen. Zack. Aber hier rennen halt auch Menschen rum, gell? Andere komische Leute rennen da rum. Ja. Und die wollen, dass du Ordnung hältst. Wehe, du machst das nicht. Ach so, meinst du das, Missy? Das ist tatsächlich ungünstig. Bei Missy weiß man nie, ob sie Sachen ernst meint oder als Spaß. Das Problem ist, dass wenn wir einen vierten Mitspieler haben, dann müssten wir den dauerhaft haben. Und wir haben uns eigentlich dazu entschlossen, dass wir zu dritt bleiben. Also, außer sie nimmt wirklich jeden Donnerstag dran teil, oder? Nee. Wir haben ja auch Valbo schon abgelehnt. Kann ich Valbo ablehnen und Missy aufnehmen? Das geht nicht. Ich glaube, eigentlich haben wir gesagt, wir spielen halt einfach in der Gruppe, die wir jetzt haben. Fertig. Die wir haben, genau. Sonst spielen wir halt Minecraft zu 4 zu 5. Ich will kein Minecraft spielen. Das ist doch fast dasselbe, bloß ein 3D, mein. Und ohne NPCs, die mit dir reden, oder die heiraten. Schau es dir mal an, Missy. Es ist auch als Singleplayer, finde ich ehrlich gesagt, sehr chillig. Tatsächlich sogar noch chilliger. Ja. Dann ist doch einfach quer, das Handy, mein Gott. Hä? Was? Ja, meine Freundin versucht gerade hier so ein Brillenfoto mit so einer Face-App zu machen. Das machen wir aber dann, wenn ich fertig mit Stream bin. Es wird doch so nix. Du streamst auch heute? Nein. Er versetzt sich so in unsere Lage, dass er sich auch mitstreamen fühlt. Da. Alles klar. So, Freundinswunsch erfüllt. Perfekt. Wo ist denn der Bürgermeister tagsüber? Keine Ahnung. Soll ich nachgucken? Nee. Ich dachte, einer weiß es von euch. Nicht in der Kneipe. Ups, da wollte ich nicht hin. Der hieß Louis, ne? Er steht manchmal oben neben dem Markt. Tagesablauf. Wir haben Sommer. Oder haben wir jetzt schon Herbst? Wir haben Sommer noch. Den letzten Tag des Sommers tatsächlich. Sonntag, ne? Wir haben es 14.50 Uhr. Betritt sein Haus 16.50 Uhr. Also müsste jetzt vom Strand Richtung Haus laufen. Aber warum? Der kommt so später wieder zum Haus. 14.50 Uhr steht auf dem Pier beim Strand. 16.50 Uhr betritt sein Haus. Also müsste er jetzt vom Strand nach oben latschen. Also Leute, das Galaxieschwert kostet 50.000, der Galaxiedolch 35.000 und der Galaxiehammer 75.000. Also wenn dann nur das Schwert, weil der Hammer ist langsam. Wofür braucht man den Hammer? Hammer ist wie in solchen... Der schwingt ein bisschen langsamer, hat aber dafür mehr Bums. Soll ich jetzt davon was kaufen für jemanden? Ja, für mich wäre eins davon ganz gut. Also holen Bennys Galaxieschwert. Yay. Benny kann aber notfalls meinen Lava-Katana haben und ich nehme das Galaxieschwert. Ja. Das ist jetzt zu spät. Die 50.000 sind schon weg. Naja, aber tauschen kann man untereinander immer noch. Ich habe ja das Lava-Katana. Ja, also ich meine, wenn der Felix öfter in die Mine geht als du, dann macht es schon Sinn, dass er das Galaxieschwert hat. Und ach so, hat. Ja. Ja. So rum meinte ich das. Da hau ich einfach mal das. Naja, Benny kann ja erstmal das Galaxieschwert nehmen. Da ist nicht so viel Erfahrung damit. Zack. Ich will dir nichts absprechen. Oder was? Oh, das war die Maki-Rolle, die wollte ich gar nicht. Wo ist denn Sashimi? Maki-Rolle. Wo ist das? Das Sachen zu finden, die du gerne machen willst, ist irgendwie schwierig hier. Nein, ich will die Sonnenblume nicht essen. Verdammt nochmal. Hä? Bleib stehen, ich will euch doch töten. Vielleicht ein bisschen leichtfertig mit zwei Schwertern bewaffnet in die Mine zu gehen, ne? Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du eins verlierst, ne? Mhm. Sonst meckert die Band wieder rum, wenn ich Qualitätsdünger. Warum kann ich denn kein Sashimi herstellen? Bin ich blöd? Hast du nicht gelernt? Hab ich das letzte Mal nicht hergestellt? Ich hab jetzt nur die Markenrolle hergestellt. Es ist noch ein Sashimi in der Ausrüstungstruhe. Ah, nehme ich doch den mal. Falls du das brauchst. Dafür habe ich jetzt Eis da reingeworfen.
Finde es im Übrigen blöd, dass man immer gleich ein Haus haben muss, wenn man bei jemandem reinschaut. Hier ist aber kein Sashimi. Ach, da ist Sashimi, dankeschön. Bitte tun. Könnten doch aber zwischen Waldo und Dingens da so eine Auslosung machen. Was? Nein? Nein, wir nehmen keinen vierten. Das reicht ja schon, wenn wir uns einigen müssen, wann wir spielen. Das wird ja nicht besser. Nee. Wirklich nicht. Nee. Da bin ich ausnahmsweise mal mit Ben voll einer Meinung. Nee. Dann müssen wir doch noch einen nehmen. Was? Also ich würde ja ein Mädel noch bevorzugen, weil dann herrscht hier wenigstens demokratisches. Dann haben wir eine gewisse Frauenquote hier drin. Frauenquote. Ist das fair ausgedrückt? Missy schimpft schlimmer als wir alle zusammen. Das ist. Das erklärt jetzt aber ihr. Das weiß sie. Aber ich habe sie auch sehr lieb dafür und das weiß sie hoffentlich auch. Oh, du hast es oh, lass mich das mal sehen. Gute Qualität, sehr glatt, großartig, danke dir. Wie süß. Ja, was denn? Echte Freundschaft gibt's eben nur unter Frauen. Nee, unter Männern. Das halte ich für ein Gerücht. So, wo ist denn Pierre jetzt? Soll ich das nur noch googeln? Nein. Dann such ihn halt! Ich kann doch in sein Haus, ich bin doch gut befreundet mit ihm. Ich müsste, glaube ich, abends auch ins Haus dürfen, genau. Ist er hier irgendwo in seinem Häuschen? Aber die Eltern hängen ganz schön hart an Abigail. Der ihr Zimmer sieht immer noch genauso aus wie vorher. Ja, die hat ja bloß das Zimmer mitgenommen. Ja, aber wenn sie ihr Zimmer mitgenommen hat, warum ist denn hier noch das gleiche Zeug? Haben sie es nochmal nachgekauft, falls er mal daheim zu Besuch sein will? Weil sie so weit weg ist, meinst du? Mhm. Es wird aber auch Zeit. Ich hatte schon Entzugserscheinung. So dringend wollte ich Sashimi essen. So gut. Danke, Ben. Ja, yo. Was bloß sie einen komischen Barsch abgeben? Ich habe immer noch 109.000. Das ist sau. Siehst du, ich muss ja noch nach unten und wieder Hartholz fahren. Vergesse ich. Wir müssen übrigens langsam nach unten zum Quallending. Ach, stimmt. Da ist nichts mehr mit Hartholz fahren heute. Da wird nicht mehr gefarmt. Hier wird erstmal wieder im Müll gewühlt. Im Wühl gemüllt. Wühl gemüllt. Hab ich gerade. Wird gerade vorbereitet. Ach nee, komm später zurück. Ach, jetzt hier. Ja, ich bin nämlich auch noch mein Stall, gell? Ich bin da, ich warte auf euch. Bin schon auf dem Weg. Felix ist kurz vor mir. Tada! Ihr lahmen Enten. Ja, wir haben halt Besseres zu tun. Pff. Gibt das Leute, die arbeiten noch, ne, Ben? Als ob ich nicht gearbeitet hätte. So von rechts nach links in einer Schleife. Von rechts nach links. Oh, war da letztes Mal auch schon offen? Ich glaube nicht. Heli ist so vergesslich. Ich schleich mich einfach an, wenn die Quallen kommen. Ich will niemanden belästigen. Du musst mal rübergehen. Ich wollte gerade sagen, ist hier vielleicht noch irgendwas? Irgendjemand? Hallo? Da oben. Der Zauberer, den hatten wir, glaube ich, letztes Mal nicht. Echt nicht? Doch. Oh, wie hast du mich hier hinten gefunden? Ich dachte, das ist ein gutes Versteck. Vielleicht hast du hellseherische Fähigkeiten. Hm. Ich beobachte die Lunalose, oder wie ihr sie nennt, Mondlichtquallen. Sie besitzen eine ungewöhnlich potentische magische Aura für eine aquatische Lebensform. Ich hatte den nicht, bin mir relativ sicher. Meinst du? Ich meine schon. Ich bin auch der Meinung, das letzte Mal war hier nicht offen unten, da waren wir noch nicht so weit. Vielleicht war es irgendwas anderes, wo nicht unten auch nur... Ist da unten noch jemand? Ja, hier ist die mit dem Topf-Ding ins Bums. Die leer. Top. Ich verwechsel die immer. Hey, ich zolle einem weiteren vergangenen Sommer meinen Respekt. Es wird ja schon wieder Herbst in dem Spiegel. Wie ekelhaft. Also bald sind wir wieder im Winter, passend zur Außentemperatur. Oh nein. Sommer ist so etwas. Die Mondlichtquallen, was für eine bemerkenswerte Spezies. Wir haben sehr viel Glück, dass sie auf ihrer langen Reise in den Süden hier Halt machen. In keiner Weise, warum sie sich vom Licht angezogen fühlen. Sehr interessant. Kann ich mit dir reden, wenn du da bist? Ich rede nicht mit dir. Ich sollte schon längst schlafen. Du stehst da beim Weg. Hey, hast du das Kerzenboot gesehen? Ich habe es selbst gebaut.
Irgendwie ist es ziemlich kalt. Wahrscheinlich, weil der Herbst kurz bevorsteht. Warte auf mich, meine Lumi. Nun, der Sommer ist vorbei. Um ehrlich zu sein, werde ich keinen einzigen verlästigen Mücken vermissen. Na was? Warum schaust du mich so an? Denkst du, ich bin zu alt, um sowas zu genießen? Ja. Ich erinnere mich daran, wie ich als junges Mädchen diese Quallen schon einmal gesehen habe. Oh, wie ich mich über ihre Ankunft gefreut habe. Aber lange her. Ich bin nicht mehr so voller Energie wie früher. Man kann es sehr gut nachempfinden. Jetzt, wo ich 30 bin, ist auch alles irgendwie jetzt. Genau, daran liegt das. Diese Kerzen sind romantisch, nicht? Nee, mit dem kann ich nicht reden. Wie? Kann nur mit ihr reden. Psst. Komm morgen auf jeden Fall beim Laden vorbei, um deine Herbstzeit abzuholen. Ich kann mit dem gar nicht. Also, gib mir nicht die Option, mit dem zu reden. Tja, bumst ja auf seine Tochter. Von Bumsen hat ja noch keiner was gemerkt, ja? Ja. Hast du wieder das Fenster gespielt? Ganz schön große Menschenmasse für eine alte Anlegestelle wie diese. Ich bleibe lieber hier drüben in der Nähe des Strands. Daran erinnere ich mich. Die Quallen waren vor einem Jahr hier und nächstes werden sie wieder hier sein. Die Natur ist schon beeindruckend. Ich hoffe, dieses Jahr gibt es Babys. Ich lasse den Bürgermeister mal aus, ja, aber ich kann mit ihm reden. Guten Abend, Bände, die Mondlichtquallen sind nah. Ich habe schon eine in der Ferne leuchten sehen. Sobald wir das Katzenboot losschicken, kommen sie zur Anlegestelle und sagen Hallo. Ich hätte doch unser Kaffee trinken sollen. Hey, hi. Die meisten Nachtfische hätten Angst vor Licht. Diese hier sind eine seltsame Ausnahme. Guten Abend, Ben. Ich hoffe, du hast ein wenig Zeit, um dich vor der Erntezeit zu entspannen. Was denn? Will er dich mobben oder was ist das? Frag ihn. Dort, ich habe etwas leuchten sehen. Oh, es ist weg. Lass deinen Blick über diese endlose See schweifen. Tief unter der Wasseroberfläche existieren alle möglichen Lebensformen. Unheimlich, nicht? Nicht so wirklich, aber man gemeint. Wenn wir weiter den Ozean verschmutzen, werden diese Quallen sicher aussterben. Es passiert sogar schon. Es ist ungeheuerlich. Wir haben keinen Respekt mehr vor der Natur. Ich habe Abend extra meinen besonderen Schwur angezogen. Keinem ist es aufgefallen. Nicht glauben, dass der Sommer vorbei ist. Mir kommt es so vor, als hätte er gerade erst begonnen. Ich hätte meine Kamera mitbringen sollen. Ich vergesse jedes Mal. Die sagt bestimmt bei Felix was anderes, oder? Nee, bei uns haben die Leute doch auch nie was anderes gesagt. Ja, die sagt bei mir dasselbe wie bei euch. Deswegen habe ich gesagt, dass die ziemlich, ziemlich viel. Das Leben ist für eine Qualle so einfach. Sich einfach immer von den Wellen tragen lassen. Ist da unten niemand mehr? Ja, doch. Hier sind noch voll viele. Sag gar nichts davon. Aber ich bin ein wenig enttäuscht, dass es heute keinen Weg gibt. Mondlichtquallen, ich frage mich, wie die schmecken. Ich würde es natürlich nie versuchen. Ossi. Ich will den seltenen grünen Bubble sehen. Ich dachte, dort hätte sich etwas bewegt. Etwas Großes, etwas Dunkles. Wollt ihr nur Angst einjagen? Solch eine seltene und aufregende Sache. Ich frage mich, ob die giftig sind.
Vielleicht sollte ich Sebastian doch nicht ins Wasser schubsen. So, ich bin fertig, glaube ich. Okay, ich glaube, wir sind durch. Ja, dann können wir uns die Quallen noch angucken. Hey, habt ihr von uns gesagt, wir haben kein Ziel mehr, ne? Ja. Ja. Gibt noch ein Ziel, das wir noch nie erreicht haben. Da ich ihn nicht spoilern darf, würde ich einfach sagen, wir haben das Gemeindehaus noch nie fertig. Wir haben das Gemeindehaus noch nicht fertig, wir haben mit diese 3 Jahre noch nicht rum. Genau. Wir haben noch ein Ziel. Das ist nicht wirklich ein krasses Ziel. Weiß auch nicht. Nee, aber danach kommt noch was. Okay, dann schweig still. Ja, ich schweige still. Ich werde gerade übelst müde. Ich trinke doch einen Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee, so weißt du genau. Boah, wie so ein altes Ehepaar. Du weißt ganz genau, was ich für Getränke zu mir nehme. Ja, aber darüber haben wir schon mehrfach gesprochen. Ich weiß trotzdem. Und wir müssen Mr. Q's Dinge fertig machen. Stimmt, müssen wir auch noch hören. Warum darf man da jetzt nicht drüber reden? Das ist bloß Musik. Sehen tut man doch so oder so alles. Weil das die Stimmung ruiniert, Leute. Party hard! Das hat sich bestimmt gemutet, oder? Wer? Nee, Lumi hat sich nicht gemutet, krass. Lumi, Ich glaube, sie ist eingeschnappt. Wäre mein Tipp. Jo, ist der grüne Wabbler, habt ihr das gesehen? Wubbel, wubbel, nee. Wubbel, wubbel, wubbel. Bei mir ist er gerade bei Lumi, direkt unter Lumi. Ja, der kommt zu mir, weil ich wenigstens diese Situation zu würdigen weiß, ja? Geil. Wabbel, 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 wabbel. Oder weil du so besonders gut wabbelst. Gibt das teuerste, also es gibt einen Inventargegenstand, der 1 Million Credit kostet. Teuerste Gegenstand in dem Spiel. Ach Gott, wie hieß denn das Ding? Das haben wir doch aber schon gesehen. Na wenn, dann du nur, ich nicht. Nee, also ich hab's auch noch nie gesehen. Ich mein... Du definitiv auch noch nie. Ah, da kommt wieder ein Schatten, der uns angreift. Sollten wir uns mitgehen, Leute, hier. Kann jemand noch den Qualitätssprinkler hier bauen? Machen wir morgen. Ist zwar erst 0.20 Uhr, aber... Du musst halt morgen gießen, ne? Blöd. Was? Königin der Soßen gibt's noch eins, das haben wir verpasst. Geröstete Haselnüsse. Nee, nur du. Ich habe einen schönen alten Haselnussbaum hinter meinem Haus. Und jedes Jahr lade ich meine Familie zu einer Röstparty ein. Sobald wir einmal mit dem Rösten beginnen, kommen definitiv auch die Nachbarn vorbei. Dieser tiefe, nussige Geruch ist einfach unwiderstehlich. Also hier das Familienritz. Lumi, das habe ich schon vorgelesen tatsächlich, sogar laut und deutlich. Und Felix hat sogar gesagt, dass da was bei den Königin der Soßen ist. Kann es vielleicht da sein, das, wo ich mir was zu trinken geholt habe? Nee, da warst du da. Das war, da warst du da. Du bist geplappert. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Tja. Wenn ich mich nicht daran erinnere, ist das nie passiert.